der Alternative für Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Peter Rusche, wohne im Herkart im Kreis Mettmann und bin seit über 46 Jahren glücklich verheiratet und habe einen Sohn. Ich persönlich hatte immer die feste Überzeugung, die AfD muss geschlossener und eindeutiger mit den Zielen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Gesetzestreue in die anstehenden Wahlkämpfe gehen. Dieser Eindruck wurde nach den Anschlägen der letzten Wochen im Bund und in Nordrhein-Westfalen noch verstärkt. Aber auch die internen Querelen innerhalb der Partei, wie die Aktion Basis 40 und die WhatsApp-Listen, haben der Position der AfD massiv geschadet in der Öffentlichkeit. Als Pensionär mit knapp 70 Jahren, da fehlen noch genau 6 Tage dran, bin ich finanziell unabhängig. Ich kämpfe für eine Änderung der Politik im Bund und in NRW und will in den nächsten 5 Jahren die notwendige Basisarbeit dafür leisten. Das Merkel'sche Märchen, wir schaffen das, erweist sich immer mehr als Rohrkrepierer. Die CDU, SPD und die Grünen übernehmen Schritt für Schritt die AfD-Programmpunkte zur Lösung der Flüchtlings- und Sicherheitsfrage wie eine Plagiatsvorlage. Auch heute gilt immer noch und sogar verstärkt Widerstand gegen das politische Establishment ist angesagt. Ich suchte schon 2012 und 2013 nach Unterstützung für meinen Widerstand, nachdem ich den ESM-Vertrag mit seinen demokratischen Strukturen gelesen hatte und stieß auf die Wahlalternative 2013, die im Kreis Mettmann aktiv war. Nach meiner Berufstätigkeit als Controller mit der Verantwortung für die weltweiten IT-Daten in einem Düsseldorfer DAX-Unternehmen wurde ich erstmalig politisch aktiv und trat am 7. März 2013 der Alternative für Deutschland bei. Im Juni 2013 wurde ich bei der Gründungsversammlung zum Sprecher des Vorstandes der AfD im Kreisverband Mettmann gewählt. Wenig später nahm ich auch noch für 6 Monate das Amt des Schatzmeisters. Unser Kreisverband hat dann 3 Wahlkämpfe mit hohem politischem und persönlichem Einsatz geführt, und zwar sehr erfolgreich, bei allen Wahlen, Bundestag, Kommunal- und Europawahl. Das sind die Ergebnisse, die zu den Verkehrsnetzen in Nordrhein-Westfalen zählen. Nach einer notwendigen und erfolgreichen Hüftgelenksoperation in 2015 habe ich mich erst 2016 wieder zur Wahl gestellt und wurde zum stellvertretenden Sprecher im Kreis Mettmann gewählt. Weiterhin bin ich der Kreiswahlkampfbeauftragte im Kreis für insgesamt 4 Wahlkämpfe. Ausgangspunkt meiner weiteren Aktivitäten ist die Rede des deutschen Papstes Benedikt XVI., der 2011 in Regensburg gehalten hat. Hier zitierte er Augustinus, der vor 1600 Jahren sagte: Nimm das Recht weg, was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Die Trennung von Macht und Recht führt dazu, dass der Staat zum Instrument der Rechtsstörung wird und damit zu einer sehr guten Räuberbande. Soweit das Zitat von Augustinus. Nun frage ich Sie, wollen wir uns die Raubzüge und die Rechtsbrüche der Regierung Merkel gefallen lassen? Wollen wir, dass unser Steuergeld in Griechenland verwendet wird? Wollen wir, dass für die Energiewende jährlich 27 Milliarden Euro verpulvert werden? Jetzt besser zu verstehen wieder. Wollen wir, dass unser Sozialstaat massiv gefährdet wird und wollen wir offene Grenzen haben? Wollen wir, dass unsere Identität und Kultur durch falsch verstandene Toleranz verbessert und sogar aufgegeben wird? Wollen wir, dass die Parallel- und Gegengesellschaften durch die zukünftige Islamisierung noch weiter anwachsen? Ich sage, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wollen wir zulassen, dass unsere Kinder, denen wir eine bestmögliche Bildung zukommen lassen wollen, durch sinnlose Maßnahmen wie G8 versus G9, Inklusion, sexuelle Früherziehung, Genderismus, Kompetenz statt Leistungsvermittlung in ihrer Entwicklung aufgehalten werden? Wollen wir, dass unsere Frauen und Kinder
Kinder nicht mehr unbedarft Schwimmbäder besuchen und öffentliche Verkehrsmittel Tag und Nacht besuchen und nutzen können? Die Unsicherheit der Bevölkerung ist in jedem Gespräch mit den Bürgern am AfD-Stand greifbar. Fast alle Bürger äußern ihre tiefe Betroffenheit zur Flüchtling- und Sicherheitskrise und fordern eine Rückkehr zu normalen und sicheren Verhältnissen. Liebe Freunde, nein, das alles wollen wir nicht. Um bei diesen Raubzügen und räuberischen Maßnahmen nicht unmittelbar gestoppt zu werden, fürchten unsere Regierung, egal im Bund oder im Land, Volksabstimmung, wie der Teufel das Wetter sagt. Um diese Raubzüge der Regierung Merkel und Kraft-Lörmann zu stoppen, müssen wir alle, Sie und ich, auf der Straße, in Wahlveranstaltungen und im Gespräch mit Freunden, Verwandten und Arbeitskollegen erläutern, mit welchen Konsequenzen wir von diesen Raubzügen betroffen sind. Denn wir erhalten dazu keine Unterstützung durch die vierte Gewalt, die Medien. Viele von uns nehmen diese Gewalt nicht ganz zu Unrecht auf. Lügenpresse. Das passt ja auch gut zusammen. Räuber und Lügner. Deshalb sind die nächsten 120 Tage bis zur Wahl in NRW entscheidend für die weitere Entwicklung in Deutschland, um eine Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einzuleiten, die bestehenden Gesetze unbedingt einzuhalten, konsequent anzuwenden, den Wohlstand zu erhalten. Kommen Sie zum Ende, bitte. Ja, die deutsche Identität und Kultur und die AfD als geschlossene Einheit in NRW mit Markus Bressel als Spitzenkandidaten zu einer Volkspartei zu entwickeln. Dazu bitte ich Ihre Unterstützung und Stimme. Danke. Danke sehr, das war eine gute Landung. Gibt es Fragen an den Kandidaten Buschert?